Hallo, ich bin der Tino. Und weil es heute grau und grusig ist draussen, geht es heute um Farbe. Genau, um Farbstifte. Ich probiere dir verschiedene Projekte zu zeigen, wo man mit einfachen Farbstiften und ein paar Requisiten, wo du wahrscheinlich viel davon daheim findest, ganz einfach nachmachen kann. Viel Spass beim Fotografieren. Für unsere ersten Bilder brauchen wir Papier. Zum Beispiel schwarzes oder weißes, solche sind unterschiedliche Farben oder sogar gestreifeltes und mehrfarbiges Papier. Und natürlich eine ganze Ladung von Farbstiften, möglichst neu, gleich lang und schön gespitzt. Für unser nächstes Bild brauchen wir wieder ganz viele verschiedene Farbstifte und einen Spitzer. Für unser nächstes Bild brauchen wir wieder unsere Farbstifte und Gummeli. Und zwar nehmen wir unsere Farbstifte zusammen, so dass alle die Spitze in die gleiche Richtung haben. Und machen sie mit Gummeli zusammen. Machen. Möglichst satt, dass sie nicht auseinanderrutschen. Am besten nehmen wir noch gerade ein zweites, damit die ganze Geschichte schön stabil ist. So, und jetzt geht es darum, am besten mit einer Makrolinse zum Beispiel einen Farbstift da ein bisschen rauszuziehen, auf den scharf stellen. Das können wir entweder von oben machen oder von der Seite. Für unser nächstes Bild brauchen wir natürlich wieder Farbstifte. Wir brauchen eine Spritze oder Pipette, wo wir damit feine Wassertröpfchen machen können. Und irgendeine durchsichtige Scheibe. Das kann zum Beispiel von einer CD-Hülle sein, ein Deckel. Es kann aber auch ein Plexiglas oder Glasplatte sein, möglichst ohne Kratzer. Und wir brauchen noch irgendetwas, zum Beispiel Gläser oder Kartonschachteln, wo wir unsere Platten leicht erhöhen können. Als erstes legen wir unsere Farbstifte schön in eine Reihe. Wir können schauen, dass wir da so ein bisschen schöne Farben haben und zum Beispiel auch noch darauf achten, dass man die Schrift nicht unbedingt sieht von der ganzen Geschichte. Die Farbkombination kann man so wählen, wie es einem gefällt. Das kann ein Verlauf sein oder wild durcheinander, wie ich es gemacht habe. Dann stellen wir da zum Beispiel mit Gläser oder das können ja Kartonkisten sein. Machen wir ein Podest für unsere Plexiglasplatte, wo wir da drauflegen. Möglichst regelmässig, dass sie nicht schräg ist. Und jetzt nehmen wir unsere Pipette oder Spritze und machen da einfach in möglichst regelmässigen Abständen Wassertröpfchen drauf. Je schöner, gleich gross und gleichmässiger das die sind, wird die ganze Geschichte. Und wenn wir jetzt mit einem Makroobjektiv wunderbar auf die Wassertröpfchen scharf stellen, dann wird die Farbe im Hintergrund unscharf und wir sehen nur noch die Spiegelung in unserem Wassertropfen. Und auch für unser letztes heutiges Projekt brauchen wir natürlich wieder in erster Linie Farbstifte. Wir brauchen eine Spritze, wo wir einen feinen Tropf machen können. Und wir brauchen irgendeine Krokodilklemme, wo wir einen Farbstift drinnen so anmachen können, dass wir ihn waagrecht aufstellen können. Falls du
schon mein Film gesehen hast, wo ich gezeigt habe, wie man Blüten in Wassertröpfchen spiegeln kann, dann wird der Aufbau von dem letzten Bild bekannt vorkommen. Ich habe meine Farbstifte hier schön mit Gummibändern in einer Reihe da angemacht oder eine Kartonschachtel. Die sind beleuchtet mit LEDs. Hier vorne ist die Kamera. Und in der Mitte zwischen habe ich waagrecht einen Farbstift platziert mit einer Krokodilklemme. Und das Ziel ist jetzt, dass ich probiere, hier auf die Spitze der Farbe, die scharf ist, der Hintergrund ist unscharf, jetzt probiere ich hier an diesem Spitzli mit meiner Spritze einen Wassertropfen so zu platzieren, dass sich der Hintergrund, die Farbe da drinnen spiegeln. Das könnte jetzt lustig werden und schwierig, aber wir probieren. Und ich wünsche auch dir viel Spass beim Ausprobieren. So, das wär's gsi mit meinen paar ersten Ideen. Ich hoffe, du hast Lust bekommen, das eine oder das andere selber nachzumachen. Ich habe noch ein paar andere Ideen und werde die bei Gelegenheit vielleicht auch mal noch ausprobieren und einen zweiten Teil von diesem Video machen. Darum, unbedingt dranbleiben, mir folgen, wenn du das schon machst. Wenn es dir gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Merci vielmals fürs Zuschauen, viel Spass beim Fotografieren und eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!